Ja, also, liebe Zuschauer, ich bin wieder zurück. Herzlich willkommen zum zweiten Versuch zu überleben in The Long Dark. Okay. Bei Tag 40. Nice. Holz per Menü aufsammeln. Okay. Rätselsee. Kann ich ja noch nicht wirklich was... Ach so, sobald ich das... Dann schalte ich die anderen beiden frei. Verstehe. Sein Flugzeug ist in einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Oh, hätte ich das einfach ein bisschen aufmerksamer gelesen, hätte ich von vornherein gewusst, dass ich in Nordkanada gestrandet bin. So, okay. Dann versuche ich wieder mal zu überleben. Zweiter Versuch, Vulkan Take Two. Ja, es wird ja anscheinend irgendwann wieder Tag, also ist meine... Oh! Ich bin in einem Haus gespawnt? Warum bin ich in einem Haus gespawnt? Okay. Habe ich vielleicht noch was in meinem Rucksack? Ach so! Habe ich... Ist das... Hä? Ah ja, es speichert ja eigentlich irgendwo mein Spiel. Bin ich gerade drauf gekommen, ich. Intelligenz. Ist egal. Gut. Alles Zeug einsammeln. Ja. Nieset. Rucksack. Auch nice. Aber ich glaube, meine Theorie mit dem Vulkan... ist ein bisschen widerlegt. Wobei ich nicht weiß, warum es The Long Dark heißt, wenn es einfach so ist, dass es dann wieder Tag wird. Ich meine, eigentlich logisch, weil so ein Item wie die Lupe, wenn man nur am Anfang 6 Stunden Tag hat und danach nichts, wäre doch herzlich langweilig. Aber, trotzdem, warum heißt es The Long Dark, wenn es auch immer wieder irgendwie hell wird? Ja, so wie ganz normal. Der Tag wird verfliegen wie sonst was, weil du nur am Tag herumgehen kannst eigentlich. Aber die Nacht wird wahrscheinlich umso länger dauern. Ja, das kann sein. Kommt dir persönlich vor allem länger vor. Ja, das glaube ich auch. Oho. Was ist denn das? Ein Safe? Sicher. Okay, coole Sache. I'll take it. Oh, ein Jagdgewehr? What the fuck? Wo bin ich hier bitte gespawnt? Ich habe ein Jagdgewehr. Ich habe zwar in diesem Spiel noch keinen Feind gesehen, aber ich habe ein Jagdgewehr. Nice. Reinigungstabletten. Auch nice. Kanister. Kann ich den Sessel nicht vermöbeln? Haha, ha, ha. War nicht mal Absicht. So, dann gehe ich mal raus. Vulcan Reloaded. I like it. Ist gut. Oh, nicht runterfallen. Na, wenn es hier einen Vulkan gibt, dann musst du den auf jeden Fall aufsuchen. Ja, voll. Dann wird es auf jeden Fall sicher nicht mehr kalt. 5 Stunden Tageslicht. Aber The Long Way hätte tatsächlich gepasst, weil man läuft einfach ewig herum. Andererseits genauso wie in jedem Survival-Spiel. Aber ich weiß schon, The Long Dark klingt einfach gruseliger und nach mehr Herausforderung. Wo war meine Hütte? Dort. Dann gehe ich einfach mal da lang. Das musst du nur aufpassen, dass du dich selbst nicht erschießt. Gute Nacht, Lars! Ja, ich weiß nicht mal, wie ich diese Waffe ausrüste und ob überhaupt...
tragen. Oh, hab ich Bewaffnung dafür? Sie sieht aus wie aus dem, ich weiß nicht, Erster Weltkrieg? Nicht ganz unähnlich, nein, auf keinen Fall. Komme ich darauf? Ich weiß es nicht. Sollte ich darauf gehen oder gehe ich da einfach verloren? Oh, da geht's weiter. Was ist dieses 0 zu 2 da oben? Rechts. Ich schätze mal die Munition. Ah, ich habe eine Laterne und die Waffen. Und ich habe einen Müsli-Riegel abgelegt, okay. Ach so. Da stand irgendwas bei den Tasten Köder ablegen. Was, für was auch immer. Max letzter Widerstand. Das ist kein bisschen gruselig. Ich hoffe, hier ist nicht irgendein Viech irgendwo. Kommt drauf an, Köder kann man für alles Mögliche benutzen. Ich werde hier hundertprozentig verloren gehen. Tausendprozentig. Ich finde hier nie wieder her. Naja, du wirst ja Rust gespielt. Ja, aber Rust kannte ich die Map schon in- und auswendig. Ah, okay, er zum Nachladen und ich habe. Ah, tatsächlich, sehr schön. Danke dir. Bist du gerade irgendwie leise oder habe ich irgendwie alles leise gedreht? Oder ist es so laut? Der Wind ist mega laut und kalt. Oh Gott, ich hätte irgendwo anders hingehen sollen, weil ich merke schon, ich werde hier einfach in der Kälte sterben. Ich gehe hier irgendwo hin, in die keinen Plan wo. Und ich werde nie wieder nach Hause finden. Ich weiß nur noch, dass zu Hause vage in diese Richtung war. Oh Gott, oh Gott. Nein, es ist gar nicht kalt. Kein bisschen. Ja, gut. Die Klamotten von vorher. Aber interessant, dass ich in irgendeinem Haus gespawnt bin, weil das war nicht das Haus, in dem ich mich schlafen gelegt habe. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Ah, dann gehen wir darauf. Ist das vielleicht das Schienenende? Ein was? Eine Map. Ach so, eine Map. Oh, das wäre perfekt. Das wäre wirklich toll. Das wäre mega lieb. Andererseits, ist das sowas wie Cheaten? Ich meine, bei Rust hat es mich auch nicht gestört. Nee, ich glaube, ich habe nicht deaktiviert, dass man links reinsetzen kann. Also, links sollte eigentlich perfekt gehen. Ja, ja, ich bin an meinem letzten Todesort. Hier lege ich mich nicht mehr schlafen. Ich merke, in eingestürzten Minen schlafen gehen ist keine gute Idee. Oh, warum mir das nicht schon vorher wie eine blöde Idee vorkam? Ich weiß auch nicht. Gibt's hier keinen Loot? Oh, doch. Gut, dann gehe ich jetzt zu meinem alten Haus zurück. Oh, hier liegt ja etwas. Habe ich das vorher nicht bemerkt? Oder gab es das vorher nicht? Respawned Loot. Das wäre auch noch interessant. Toll, toll. Der Rucksack ist leer. Warum sagt er wärmer? Warum ist es hier wärmer? Ich weiß nicht, warum es hier wärmer ist. Und warum kommt randommäßig diese Musik? Ich meine, bei Rust gab es das auch, bis ich es deaktiviert habe, glaube ich, diese Musik. Oder nicht, Will? Puh, da bin ich überfragt. Oh, aber ich glaub, oh, ja. Oh, oh. Ich glaube, es ist mega kalt. Was? Ich sehe meinen Zustand nicht. Ich überlebe eine Stunde und 37 Minuten. Verdammt. Komme ich so schnell nach Hause? Okay, also die Karte ist jetzt nicht. Okay, ich glaube, ich muss Feuer machen, weil sonst verrecke ich hier einfach bösartigst. Aber hier war es wärmer, oder? Wärmer. Hoffentlich kann ich. Ich gerade klein. Da gibt es auf jeden Fall einen sehr, sehr großen See. Mit einer Insel auf dem See. Hey! Gordi! Von der. Okay, Loot respawnt nicht. Oh, sehr schön, eine Map. Okay. Ich kann nur blöderweise. Habe ich nicht genug Platz, um beides offen zu haben. Ja? Bist du auf der rechten Seite der Karte? Ich glaube, das okay, ist Phil. Der Minending. Wir machen es einfach so. Nachdem ich gerade schwer
die Kommentare sehen kann und die Map und spielen kann und so weiter, weil ich dafür raustappen muss. Machen wir es so, dass du versuchst, auf der Map rauszufinden, wo ich bin, und mir dann, schlimmstens, wenn ich verloren gehe, sagst, wo ich hingehöre. Und hey, Gordi, das ist schade, dass dein Internet so schlecht ist, um den Stream zu sehen, aber du verpasst nicht viel. Bis jetzt sterbe ich einfach nur alleine in der Kälte. Oh Gott, das Feuer ist gescheitert. Ich bin eh noch schon wieder am Erfrieren. Weniger reden, mehr Feuer machen. Und danke für die Info. Also erstens danke für die Map, Mail to Alf. Und zweitens danke für die Info, dass Loot nicht respawnt. Oh Gott, das war ja schon wieder gescheitert. Los, stell dich nicht so an. Kann doch nicht so schwer sein, Feuer zu machen. Mach Feuer. Ach, ich werde einfach übelst in der Kälte sterben schon wieder. Ich sehe es, ich sterbe hier gleich zum zweiten Mal. Ganz bestimmt. Obwohl 94% Zustand. Es könnte doch schlimmer sein, oder? Warum kann ich kein Feuer machen? Aha, ich habe keinen Zunder mehr. Toll, toll. Ich hätte gleich loslaufen sollen. Ich hätte gleich nach Hause laufen sollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleibt doch nicht wirklich lange. Ich habe einen Zunder aufgebraucht. Verdammt. Oh Gott. Ja, langsam musst du dir auf jeden Fall Gedanken machen. Ja, über meine Spielweise vielleicht. Ein Heatpack wäre sicherlich nice. Na ja, gut, ich glaube, sobald ich zu Hause angekommen bin und nicht mehr ganz so am Erfrieren bin wie jetzt, mache ich mir Gedanken über das, was mir vorher geraten wurde, bezüglich... Mir war noch nie so kalt. Ja, jetzt. Sei keine Drama-Queen, es kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja. Nur schlimmer. Sieht eh nur aus wie... Keine Ahnung. Naja. Wir wissen ja schon, dass es Nordkanada ist. Wahrscheinlich so der kälteste Ort der Welt. Na gut. Jedenfalls... Was wollte ich sagen? Genau, probieren wir dann von wegen Holz übers Inventar aufsammeln. Weil es stand halt vorher bei diesen Zweigen, dass wir ein Beil brauchen. Und das habe ich ja leider noch nicht... Oh, ich bin auf irgendeine Taste gekommen. Egal. Dass wir irgendein Beil brauchen, um Holz einzusammeln. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht. Das könnten wir bei Gelegenheit noch looten gehen. Aber ich glaube, bevor ich da jetzt irgendwo ankomme, erfriere ich wahrscheinlich jämmerlich. War mein Haus überhaupt da lang? Ich glaube. Oh Gott. Oh Gott. Der Tod pirscht sich heran. Ich hoffe, vielleicht... Obwohl, da könnte ich... Nein, da kann ich mich... Nein, da kann ich... Ich kann kein Feuer mehr machen! Kein Feuer, verdammt! Das ist natürlich lästig. Ich meine, keine Ahnung, Loot respawnt zwar nicht, aber ich bin ja in der Zwischenzeit tot gewesen. Vielleicht kann ich nochmal looten. Ja, kann ich. Und Energy-Riegel und Leiche, die wahrscheinlich leer ist, so wie alle anderen Leichen auch. Nicht mal Zunderbündel, FTW. Prozent, aber das, ich denke, ich schaff's noch nach Hause. Also und ich habe nur noch 3 Stunden Tageslicht über, das heißt, ich laufe lieber nach Hause. Was denn, Philipp? Jetzt kannst du per Inventory sammeln. Feuerholz? Meint Mittel. Ah, tatsächlich. Naja, Feuerholz, ja. Aber das Holz, das irgendwo wächst, da waren vorher einfach so Stöcke. Ich wollte sie sammeln und dann stand da, ich brauche Werkzeug. Oh, okay. Oben rechts. Werde ich dann machen. Aber zuerst muss ich wieder Zeug finden. Nieset. Antibiotika. Ich glaube, du hast eindeutig wärmere Kleidung. Ja, man kann sich... Oh, zerfleischter Rehkadaver.
Hier ist doch bestimmt irgendwo das Viech, das denn das Reh umgebracht hat. Oh nein, Bambi, verzeih mir. Oh, kann ich das alles nehmen? Geschätzte Zeit. Ach so, ich brauche Zeit dafür, verdammt. Oh, wie lange kann ich mir leisten, in der Kälte zu stehen? Ja, dann nehmen wir von allem eins mit. Ach, na gut, machen wir das. Okay, ich glaube, Tageslicht wird langsam knapp und mir wird langsam mega kalt. Aber ich will eigentlich den Rest von Bambi haben. Ach, nein, es dauert zu lang. Nein, es dauert nicht zu lang. Nein, es dauert zu lang. Ja. Ich weiß nicht. Nein, okay, ich laufe nach Hause. Wie ich vorher bereits gelernt habe, wenn ich erfriere, kann ich gar nichts mehr looten. Ich meine schon, aber im nächsten Leben halt. Aber ging es da lang wirklich nach Hause? War ich, nachdem ich von zu Hause losgegangen... Ja, schon. Weil das war ja das Ende der Schienen dort. Lauf! Typin, lauf! Ah, sehr gut. Denk dir einfach, du hast 20 Schuss und nicht 2. Ja, das wird, wenn wir tatsächlich mal auf einen Gegner treffen, dann wird das schwierig ein bisschen. Mit 2 Schüssen tatsächlich irgendwas tot bekommen. In die andere Richtung ist die Hütte mit der Kanada-Flagge? Nein, oder? Nein, die muss doch da lang sein, oder? Gott, ich werde schon wieder sterben dank meines Orientierungssinns. Bestimmt. Ach du verdammtes. Aber die muss doch hier irgendwo sein, die Hütte mit der... Aber war die nicht irgendwo hier? Oh mein Gott. Okay, welche Richtung? Ich bleib hier einfach mal Eisenbahnladeplatz. Phil, du solltest ja schauen... Oh, da ist noch ein totes Tier, aber ich habe keine Zeit. Phil, du solltest ja schauen, wenn ich verloren gehe, wo ich hingehöre. Ach, zum Teufel. Okay, sicher in die andere Richtung. Gut, dann laufe ich wieder da lang. Oh Gott, ohne Mail to Alf wäre ich einfach nur total aufgeschmissen, glaube ich. Das ist immer die beste... Ja, warte mal, da gibt's ja Legende. Kanada-Flaggenhütte. Oh Gott, ich werde so eingehen. Aber, also mir gefällt es, wie es gemacht ist. Es erhebt keinen Anspruch auf Realismus und so wie der Himmel gerade ist und sowas, gefällt mir ziemlich gut. Oh oh, Gruselmusik. Ich glaube, in Rust war diese Gruselmusik immer, wenn, wenn der Tag, wenn die Sonne unter- oder aufgegangen ist. Aber dafür ist sie hier ein bisschen zu oft. Okay. Einziges Problem, Mail to Alf, du bist 20 Sekunden verzögert. Aber so langsam wie ich vorankomme, ist es vielleicht nicht so schlimm. Ich glaube, der Hunger ist doch bald, oder? Oh, tatsächlich. Dann esse ich einfach mal schnell was. Hundefutter. Ich habe keinen Dosenöffner mehr durch meinen Tod. Das ist natürlich unglücklich. Ich mochte den Dosenöffner. Meine Hütte wäre von den Schienen aus irgendwie sichtbar gewesen. Nein, ich habe mir sogar noch extra versucht zu merken. Okay, am Wrack vorbei. Ich habe mir immer versucht zu merken, wo ich abbiegen muss. Musste ich hier abbiegen? Und sicher, das ist das da lang, glaube ich, oder? Was da lang? Ja, da ist die Hütte. Wie konnte ich die verfehlen? Niemand weiß es. Sehr schön, danke Mail to Alf. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich schon erfroren.
Oder 10.000 Kilometer in die falsche Richtung geirrt. Auf jeden Fall. Lager, Büro, FTW. Ja, das ist, wenn man den Schienen folgt, dann nicht mehr zurückkommt. So, dann. Oh! Ich schätze mal, dir ist jetzt so kalt, du solltest gleich den ganzen Hintern ins Feuer legen. Auf jeden Mit Fall. Dir auf jeden Fall. Stoff. Da liegt wieder Zeug. Dosenöffner! Na 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 na! Tomatensuppe wieder! Nachts, ob dein Haus ohne Feuer trotzdem noch wärmer ist als draußen. Also wärmer ist draußen wahrscheinlich sicher, aber... Ja, es ist glaube ich warm. Also ich kriege gerade Wärme dazu. Auch ohne, dass ich ein Feuer gemacht hätte anscheinend. Das muss ein gutes Haus sein. Kann ich da jetzt eigentlich irgendwas machen? Fackeln kann ich machen? Schlingen? Ich werde erstmal fertig looten, glaube ich. Wasserreinigungstabletten. Ein Sack voll Kohle wäre nicht schlecht. Ja. Oder einfach irgendwas, womit ich die Bäume zerkleinern kann. Wieder mein Mitbewohner. Ein Energy-Riegel hat er dabei, okay. Zunderbündel. War aber circa genauso untalentiert im Feuer machen wie ich, wenn ihn das nicht gerettet hat. Ja, aber ich weiß noch nicht, zu was genau alles zu sich hier einrichten gehört. Keine Ahnung, wie ich mache, dass ich hier tatsächlich irgendwie länger als 2 Stunden in diesem Haus überlebe, weil ich glaube fast... Achso, ja, da ist ja nichts drin. Keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt genug zu trinken habe oder sowas, dass ich hier auch eine Nacht bleiben kann. Kein Plan. So, Schmerzmittel. Ja, die Frage ist, ich schätze mal, du wirst doch irgendwo Schnee sammeln können. Das wäre Ironie, wenn man hier keinen Schnee sammeln könnte. Aber ich weiß es nicht, bis jetzt halt nicht. Okay, wie erschöpft bin ich? Bei irgendeinem Ofen kannst du, glaube ich, den Schnee zu Dings tauen. Ich habe weniger als eine Stunde Tageslicht über, ja? Das frisst halt Feuerqualität oder Feuerlebzeit, besser gesagt. Das Feuer brennt dann nicht mehr so lang. Oder kann ausgehen. Müsli-Riegel. 500. Und ich schätze mal, du wirst auch dadurch krank werden können, wenn du Schneewasser trinkst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Komisches Fleisch. Mal sehen, wie man das dann irgendwann zubereiten kann. Ich hoffe, das wird in meinem Inventar nicht kaputt, aber so kalt, wie es hier ist, dürfte das ja eigentlich nicht kaputt gehen. So, dann esse ich noch irgendeine random Sache. Und dann schauen wir, ob wir den Charakter schlafen legen können. Hunger, Durst, Kälte, Erschöpfung. Okay. So, schlafen legen ist, glaube ich, nicht das Problem. 1900 Kalorien. Sondern den Typen wieder aufzuwecken. 7 Stunden? Ist das riskant? Müsste doch eigentlich gehen. Außer es wird nachts viel, viel verdammt kälter. Okay, wir riskieren es einfach mal 5 Stunden zu schlafen. Müsste hinhauen. Achso, Wasser schmilzt man einfach im Ofen, Feuer. Erst schmelzen, dann abkochen. Ah, coole Sache. Okay, und ich bin ganz kurz AFK. Und mit ganz kurz, liebe Zuschauer, 2 Minuten, dann bin ich zurück.
So, und ich bin zurück. Lebe ich noch? Oh, ich lebe, aber es ist mega dunkel. Und ich durste. Aber mir ist null kalt, das ist schon mal gut. Das heißt, ich brauche nicht dringend ein Feuer zu Hause, schätze ich. Aber trinken brauche ich dringend. Trinken! Mais-Sirup. Da habe ich... Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, Mais-Sirup gekostet. Das ist hier so verdammt dunkel, ich sehe einfach so gar nichts. Nein, Gamma-Wert draufstellen würde das Feeling wegmachen. Okay, mal sehen. Wie geht es mir dann? Ich habe immer noch krass viel Durst. Okay. Wasser trinken? Nein, das Wasser heben wir lieber auf. Okay, also du meinst, ich kann Schnee schmelzen, aber wie würde ich Schnee sammeln? Ich habe keinen Plan. Zwei. Perfekt. Oh, richtig cool. Wobei die mir sicher mein Zeug verbrennt. Und draußen ist es jetzt sicher noch kälter als sonst. Egal, wir gehen trotzdem mal raus und sehen es uns an. Und dann sterbe ich dann. So kann das passieren. Ach so, ich muss... Das heißt, ich kann mir zu Hause immer Wasser machen. Okay. Ohne Lampe? Geht das ohne Lampe auch? Ja. Naja, naja. Gut. Uiuiui, das ist ja noch dunkler, als ich zu mir gedacht habe. Und es ist mega kalt. Gut, dann probieren wir mal Schnee zu schmelzen. Machen wir irgendwas Sinnvolles aus der Nachtzeit. 3 Stunden Dunkelheit übrig. Okay, Kanonenofen. Ich schätze mal, ich sollte mal Feuer machen. Nachts besser drin bleiben. Eine sehr Danke für den Tipp. Gute Idee. Ja, erinnert mich ein bisschen an 7 Days to Die, wenn man so spielt, dass die Zombies laufen. Das ist auch nachts besser drin zu bleiben. Wobei das mega coole Zeiten waren, 7 Days to Die. Beziehungsweise Rust, da war es ja auch so abartig zur dunkelsten Zeit. Wobei man da zumindest irgendwie farmen konnte, ohne dass man gekillt wurde. Ich bin gespannt, sobald das Multiplayer wird, wie das wird, das Ganze. Das auf jeden Fall interessant werden. Ich glaube auch. Also ich meine, es kommt drauf an, ja? Jagd los. Das ist halt die Frage, wie sie es aufziehen. Ob sie es machen, dass die Umgebung so tödlich ist, dass die Leute nicht die ganze Zeit, wie bei so ziemlich jedem anderen PvP-lastigen Survival-Spiel, dass die Leute nichts Besseres zu tun haben, als aufeinander loszugehen und einander die Häuser zu griefen. Oder ob sie es irgendwie sinnvoll balanciert hinbekommen. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf ein weiteres Rust, wo man immer abgemurkst wird, wenn man schlafen geht. Ich meine, Rust hat damals Spaß gemacht, aber man möchte ja nicht immer einfach irgendein Spiel spielen, wo es am besten ist, wenn man 24/7 online ist. Also wo man da den meisten Vorteil hat. Was liegt denn hier für Zeug darum? Warum ist mir das gar nicht aufgefallen? Ich habe gar nicht am Boden geschaut. Oh, ich wollte ja eigentlich Schnee schmelzen. Ich bin so verpeilt. So, wie mache ich das denn jetzt? Ah ja, da. Ach so, das rohe Reh kann ich da machen. Und Schnee schmelzen. Schmelzen. Okay, unsicher. Wie mache ich das sicher? Ich schmelze es wahrscheinlich nochmal.
Ist das Feuer schon wieder aus? Nicht, oder? Oh doch, das Feuer ist schon wieder aus. Mein Gott. Bei das, was Schneeschmelzen angeht, da wird es ein bisschen schwieriger, was Feuer angeht. Ja. Mail to Alf, das war's. Kann ich dich einfach Alf nennen? Alles andere, oder Mail, eins von beiden, alles andere ist irgendwie zu lang. Ja, Rust war geil, nur leider habe ich es in dieser Anfangszeit, wo es noch die Zombies gab, nicht gespielt. Bin erst kurz danach dazugekommen. Aber es hat trotzdem voll viel Spaß gemacht. Stimmt. Mit dem Bases bauen, mit dem, ich weiß nicht, es gab einfach so coole Situationen. Aber ich würde trotzdem kein Spiel wieder kaufen, bei dem man nachts einfach herumliegt, irgendjemand einem in die Base, sich in die Base reinspringt, der sprengt. Klar, habe ich damals auch gemacht, war ja auch nachts wach, aber ich weiß nicht, ich möchte auch ein Spiel haben, dass ich mal einen Tag nicht spielen kann oder sowas, ohne dass ich einen Nachteil davon habe. Und das war Rust einfach nicht. Okay, Alf, perfekt. So, dann wollte ich jetzt Wasser machen. Wasser. Ich hätte ja fast Wasser vergessen, dass es gar nicht so üblich war, dass Rust keine Zombies hat. Wasser kochen. Das gab es nur zuerst. Später gab es das ja gar nicht mehr. Kochen. Beziehungsweise ja, ja. Zombie-Viecher. Ja, diese verwirrten radioaktiven Viecher und die normalen. Ich meine, die radioaktiven waren halt cool, weil sie Loot gedroppt haben. Egal, war halt nicht wirklich. Okay, das ist jetzt trinkbar. Und warum würde ich diese Reinigungstabletten verwenden, wenn ich auch es auch einfach abkochen kann? Ganz komisch. Na gut. Ich schätze mal, um sich abzukochen müssen. Wie kann ich dieses Reh garen? So. Müssen wir das andere Bambi nachher einsammeln gehen? Die anderen zwei Bambis, die da rumlagen. nein, es ist schon wieder ausgegangen. Oh mein Gott. Ich habe nur noch ein Altholz. Ah, ich habe noch anderes Holz. Das nicht abkochen sollte. Achso, und rechts oben steht die Erfolgschance. Warum steht die Erfolgschance auf 0%? Ah ja, weil ich keinen Zünder habe. Zunder natürlich. Wie lange ist es noch? 2 Stunden Dunkelheit. Und wie geht's uns? Erschöpfung ein bisschen. Hunger, Durst. Ja, okay, wir haben jetzt ein Stück Reh. Das ist immer noch roh. Verdammt. Was mache ich jetzt? Ich esse irgendwas und lege mich noch eine Stunde schlafen. Nein, das ist alles sinnlos. Oder ich schaue, was ich noch... Kann ich aus diesen Sachen noch irgendwas... Ich kann doch sicher dieses Buch zerfetzen und dann habe ich das Papier wieder Zunder? Oder nein, Zunder war was anderes. Welches ist Zunder? Doch, ich glaube, Zunder ist... Probieren wir es doch einfach. Kann ich aus Papier irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann schaue ich mal, ob ich auf dieser Werkbank da unten irgendwas machen kann. Okay, aus Papier. Habe ich noch irgendwo Papier? Sieht schlecht aus. Ja, nur warum ich aus einem Buch kein Papier machen kann. Das ist ärgerlich. Los, Buch, werde zu Papier. Okay, komische Werkbank. Können wir irgendwas machen? Toll, Fackeln. Oh. Natürlich nicht. Einfacher Pfeil. Na gut, dann, esse ich irgendwas und gehe für die letzte Stunde schlafen. Wobei, muss ich da was essen? Eigentlich nicht. Na, das hört sich nach einem Plan an. Ja. Oder ich trinke noch irgendwas. Ich habe nichts zu trinken. Aber trinkt sie dann alles? Toll, trinkt dann einfach alles. Na gut, dann trinke ich es jetzt nicht. Dann gehe ich eine Stunde schlafen, geht sich schon aus.
Naja, die ist ja gierig, durstig. Macht ja nichts, Alf. Okay, ins Inventar und Holz sammeln. Ich werde es probieren. Oh, es ist immer noch dunkel. Es ist immer noch dunkel? Weniger als eine Stunde Dunkelheit über. Dann gehen wir einfach noch eine Stunde schlafen. Oder? Ja. Geh schlafen. Gut, dass es dieser Person nichts ausmacht, sich immer für eine Stunde hinzulegen, aufzustehen. Pass auf, gleich verschläfst du. Und dann bin ich wieder tot, so wie beim letzten Mal. Auch einfach nicht wieder aufgewacht. Okay, Zustand 72%. Ich habe relativ viel Durst. Aber ich will nicht das ganze Zeug trinken. Kann ich es irgendwie trinken, sodass ich nicht alles trinke? Oder ich trinke... Probieren wir mal. Dosenöffner. Dun, 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 dun. Okay. Okay, ich glaube, wir haben weniger Durst. Ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, wie viel es war, aber ich glaube, es ist weniger. Gut. Habe ich da schon alles durchsucht? Ja. Was war unser Plan? Kurze Aufmerksamkeitsspanne. Nicht perfekt für Langzeitplanung. Rausgehen, Bambis looten. Glaube ich. Ah ja, genau. Da, du hast gemeint Holz sammeln. Oh mein Gott, das ist doch mega einfach gut. Ich dachte, das wäre irgendwie aufwendiger. 40 Minuten. Gut, dann machen wir das. Geht sich aus. Eine Stunde Holz sammeln? Und Altholz sammeln? 2 Stunden? Zwei. Ach, das geht sich aus. Das machen wir. Mega nice! Oh, wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Naja, einfach. Du verbrauchst halt Zeit. Verstehe. Na, ich dachte nur, man muss rausgehen, um was zu sammeln. Okay, dann... Wie mache ich das denn jetzt? Wie geht's mir überhaupt? Ich habe relativ viel Durst. Ich werde was trinken. Dein Charakter bietet einfach Wasser. Mal in der Hütte. Oh Gott, ich hoffe, sie trinkt jetzt nicht einfach alles. 1,4... Also... Nein, okay, sie trinkt eh nicht alles. Passt, dann... machen wir mal wieder Feuer. Und lassen sie... Dann Wasser abkochen. Genau. Ich habe mir trotzdem gedacht, dass es vielleicht einfach dauerdunkel ist. Durch diesen Namen The Long Dark. Ich habe vor 1000 Jahren mal irgendwann... Weil ich habe dieses Spiel erst seit heute, gestern. Oder so, ziemlich. Und ich habe gedacht, es ist so, als ich vor 1000 Jahren eben das eine Let's Play geschaut habe, war es einfach so die ganze Zeit dunkel. Ich war überzeugt, das gehört so. Gut, dann schmelzen wir 2 Liter Schnee. Und da dachtest du, das ist genau ein Spiel für dich. Nein, aber Survival-Spiele. Also, und außerdem, ich glaube, der hat irgendwann mal gegen einen Wolf gekämpft oder sowas. Nicht der krass gruseligste Gegner. Also tagsüber zumindest. Nein, ich muss schon wieder Feuer machen. Ja, wenn du Waffen hättest, aber finde erstmal ein Gewehr. Habe ich ja jetzt schon. Dann, da, dann, da, da. Oder habe ich das jetzt? Oder war ich zwischendurch tot? Naja, nur. Da gibt es ein paar Problematiken. Du hast das Gewehr, nicht irgendein anderer, der damit umgehen kann. Ach was, 2 Schuss reichen für 3 Gegner. Haha. Not. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich prallt der Schuss irgendwo ab und du kriegst dann einen Krampf in den Beinen und kannst da nicht mehr rennen. Ja, so. Elf Stunden Tageslicht übrig. So, dann machen wir noch dieses Zeug hier. Komm, Garen, los. Hat er jetzt nicht fertig gemacht, oder?
Das Ding ist noch immer roh. Okay. Oder ich kann... Na gut, dann... Aber mir geht es, abgesehen von etwas Hunger, ganz gut. Oh, da kriege ich auch Lust auf Müsli-Riegel. Ist das abartig? So, dann gehen wir jetzt Bambi aufsammeln. Ich glaube, zu diesem Zweck bewaffnen wir uns lieber. Kann ja sein, dass uns das, was auch immer Bambi umgebracht hat, begegnet. Okay. Bin ich gespannt, inwiefern Alf meint, dass drinnen im Haus nur begrenzt Holz ist. Wahrscheinlich, naja, ich kann pro Zeit nicht unendlich viel sammeln oder keine Ahnung. Die Schienen waren da oben. Aber wenn da wieder Loot war, dann dürfte in den Hütten eigentlich auch wieder Loot sein, oder? Weil ich war ja zwischendurch tot. Egal, ich sammle zuerst die Bambis, eins nach dem anderen. Jetzt ist mal wieder die Frage, waren die nach links oder nach rechts, die Bambis? Ich glaube, nach links war eins und war eins nach rechts. Ich weiß es nicht, oh mein Gott. Ah, dort war eins, genau. Okay. Dann. Weil auch interessant wäre, ob die Bambis einfach tot spawnen oder ob da tatsächlich irgendwas Böses vorbeigekommen ist, was sie weggemacht hat. Keine Ahnung. Gute Frage. Ja. Aber diese Schrotflinte, die ist richtig abartig. Ach so. Tatsächlich. Ja. Warum würde ich dann jemals drinnen Holz sammeln? Wenn ich es auch einfach draußen kann. Danke für die Info, Alf, übrigens. Naja, weil draußen ist arschkalt, ist wahrscheinlich. Naja, aber also geht meine Temperatur auch runter? Draußen schon. Okay. Oh, mir ist fürchterlich kalt. Überlebe ich es noch, das andere Bambi zu sammeln? Ich weiß zwar nicht mehr, wo es war. Ja, dann laufe ich lieber mal zurück. Und loote vielleicht noch eine der Hütten am See. Oder gehe kurz nach Hause und wärme mich auf oder irgendwas. Und sammle draußen vielleicht einfach Holz. Okay, na gut, dann ist... Also, liebe Zuschauer, Alf hat geschrieben, innen ist die Einrichtung und draußen ist alles, raus kannst du nicht immer. Das ergibt Sinn und erklärt dann auch meine Frage, warum kann ich den Stuhl, der da herumsteht, nicht zerkleinern? Kann man, nur halt eben nur per diesem Auswahlmenü. Ich weiß nicht, alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, realitätsfremd, aber ist halt immer so in Survival-Spielen. Irgendwo, denn wenn es ganz genau die Realität abbilden würde, hätte kaum jemand Spaß, es zu spielen. Kann man ja auch in echt survivalen gehen. Dagegen, ja, mal sehen, ob es ein guter Kompromiss ist. Alles kann man nicht wirklich, also realitätstreu abbilden. Ist klar. Sollte man auch nicht. Und auch wenn das ein bisschen befremdlich ist mit dem Holzsammeln, heißt das ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Okay, die Kälte wird weniger, aber ich bin ziemlich hungrig und... Achso, ich wollte ja noch... So bleiben wird. Ja. Und sobald mir wärmer ist, dann werde ich draußen Holz sammeln. Werde ich sehen, ob man das Viech braten kann. Und wenn ich jetzt noch 16 Minuten überlebe, habe ich länger überlebt als das letzte Mal. Und wenn ich es noch schaffe, meine Trinkflasche nicht über die Tastatur zu gießen, wäre das natürlich auch gut. So, na gut.
ich habe wieder keinen Zunder, dann. Aber ich wärme. Stimmt, ich kann das ja machen, weil ich. Ich. Bin ich am Verdursten oder noch nicht? Nein, bin ich nicht. Aber ich esse lieber trotzdem was. Wie lustig er schmatzt. Oder sie. Sie eigentlich. So. War das jetzt das... Oh, tatsächlich. Ich kann nur noch 0 Zunder sammeln. Verstehe. Das heißt, das ist aufgebraucht. Aber in anderen Häusern kann ich dann wahrscheinlich auch Zunder sammeln. Ah, passt. Ergibt Sinn. So. Das heißt, es ist schon begrenzt, wie viel Holz ich drinnen sammeln kann. Jaffel? Scheinbar schon. Leider wirst du jetzt aber ohne meine Hilfe weiter auskommen müssen. Tatsächlich, du musst morgen arbeiten. Ja, stimmt. Das sieht aus, so sieht's aus. Und das bedeutet, ich werde dann aber auch in einer Viertelstunde oder so wahrscheinlich aufhören. Bin ich mal gespannt, ob du die Viertelstunde noch überleben wirst oder nicht. Voll! Ich werde es morgen auf jeden Fall sehen, also ist nicht so, als ob ich das nicht mitbekommen würde. Okay, Phil, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und man sieht sich morgen. Hört sich morgen. Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. So, ist das jetzt fertig? Nein, es ist immer noch nicht fertig. Doch, ach so, das eine ist fertig. Sehr gut, aber das heißt, das kann ich jetzt essen. Und in der Zwischenzeit kann ich draußen Feuer, Holz suchen. Aber Hunger habe ich. Oh nein, das Essen wird langsam knapp. Ach so, das... Die ist aber im Moment kalt, glaube ich. Dann essen wir einen Müsli-Riegel. So. Ich habe in einem Steam-Reviews gelesen, dass das irgendjemanden total rausreißt, dass es immer... wenn man ein Gebäude betritt, durch eine Tür geht, dass es da jedes Mal lädt. Aber ich weiß nicht, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil so lange sind die Ladezeichen nicht. Und wenn ein Stump dafür weniger Performance kostet, dann ist es das auf jeden Fall wert, denke ich mir. Okay, Holz sammeln. Ich weiß nicht, was mehr bringt. Du meintest, Hartholz brennt leichter, schwerer? Mal sehen, was du da geschrieben hast, lieber Alf. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Na gut, dann werde ich einfach Weichholz und Hartholz sammeln. Eine Stunde 40 Minuten. Ich hoffe, ich bin bis dahin nicht erfroren. Und machen wir... Oh, das ist viel. 2 Stunden, 40 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das draußen überlebe. Machen wir lieber 1 von allem und 2 Zunder. Okay. Ich hoffe, ich überlebe das. Friere ich in der Zwischenzeit weiter? Die Ladebildschirme waren 50% der Atmosphäre, okay. Ich habe Resident Evil 1 nicht wirklich gespielt. Da schreckliche Angst vor Zombies. Ich habe mich erst 2000, was war das für ein Jahr? 2013 dazu überreden lassen, Zombie Survival zu spielen. Oder Ende 2012. Oh, mega kalt ist mir. Ja, so war das halt. Weichholz brennt leichter, Hartholz brennt länger. Verstehe. Na gut, dann probieren wir es jetzt mal mit...
Habe ich es jetzt nicht gesammelt? Hä? Bin ich verwirrt? Habe ich jetzt nicht Hartholz und Weichholz? Oder muss ich das erst zu irgendwas zerlegen? Ich werde es mir gleich ansehen. Aber zuerst mache ich Feuer aus Tannenholz. Ach so, Tannenholz und Zedernholz. Das eine ist wahrscheinlich weich, das andere hart. Ah ja. 80%, 60%. Okay, Brenndauer 1 Stunde 30 und dafür 1 Stunde. Verstehe. Gut. Gut, dann probieren wir es mal mit Zedernholz. Und danach machen wir daran das Fleisch und dann machen wir noch Wasser. Langsam verstehe ich, wie dieses Spiel funktioniert. Ich meine, relativ... Das kann ich mir bei Resident Evil gut vorstellen, aber hier... Also ich weiß nicht, wenn man das Spiel länger spielt, wie vielen Gegnern man über den Weg läuft, aber ich bin bis jetzt nicht so vielen Gegnern über den Weg gelaufen, also gar keinen genauer. Ich habe keinen Wolf, keinen, was weiß ich, komisches Tier bis jetzt gesehen, gar nichts. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel das... ich habe noch sehr wenig von diesem Spiel gesehen, aber ich kann mir noch... Bis jetzt ist es sehr viel herausfinden, aber sobald ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß noch nicht, wie viel es hier wirklich zu erkunden gibt. Ich weiß nicht, wie viele, wie es mit den Terrains aussieht. Kurz gesagt, frage ich mich noch so ein bisschen, wie es mit der Langzeitspannung aussieht. Aber ja, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich sehen. Hoffe ich. Okay, dann machen wir noch diese Tomatensuppe. Esse ich die? Dosentomatensuppe. Und Schneeschmelzen. Ich hoffe, ich verhungere in der Zwischenzeit nicht. Achso. Oh, Hunger und Durst. Richtig krass. Immer noch Hunger und Durst. Okay, gutes Wasser trinken. Und gutes Bambi essen. Oh nein, Bambis Mutter. Ich glaube, Wild ist nicht so meins, ganz ehrlich. Aber gut, gut. Man schaut dem geschenkten Bambi nicht ins Maul oder so. Okay, dann wieder Feuer, Feuer, Feuer. Gut, dann machen wir 80% Chance. Nice. Psst, erzähl das. Okay, danke NDW 2003. Sehr guter Ton. Ich hoffe, das ist nicht Ironie. Fällt mir ein bisschen schwer, das abzuschätzen. Ich meine, ich weiß es nicht. Wenn auch, ist auch nicht so schlimm. Aber okay, gut. Danke. Schön. Alf, erzähl das doch mir doch nicht, dass es langweilig ist und meinen Zuschauern schon gar nicht. Wer will einen Stream schauen, von dem du jetzt schon voraussagst, dass das Spiel langweilig wird? Und außerdem... Keine Ahnung, ich muss für mich selbst herausfinden, ob es langweilig ist. Ich meine, schade, dass du es langweilig findest, aber ich hoffe, es ist nicht langweilig. Beziehungsweise, bis ich mich in diesem Spiel zurechtfinde, sollten die Entwickler, soll ich schon sagen Besitzer, aber Gott, das ist ja kein Hund, hoffentlich irgendwas eingefügt haben, dass es irgendwie Langzeitspielspaß bringt. Das wäre richtig cool. Das würde mich freuen, auf jeden Fall. Guten Abend, NDW 2003. Ah, echt? Du findest den Ton gut? Das freut mich schrecklich. Ich habe seit gestern eine neue Grafikkarte oder andere Grafikkarte. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, aber ich weiß nicht. Ja. Gut. Und jetzt habe ich lauter trinkbares Wasser und Essen. Aber ich habe nicht viel Essen. Und wie viel Tageslicht haben wir noch? Und wie geht's mir überhaupt? Ich bin mega erschöpft gleich bald. Und wir haben etwa 3 Stunden. Oh, wenn ich wüsste, wo das andere Bambi lag. Aber ich habe keinen Plan. Ich rede gerade.
gar nicht wie ein Wasserfall, also... Seit wann reden Wasserfälle überhaupt? Keine Ahnung, was du meinst. Okay, vielleicht gehe ich einfach mal da lang. Mal sehen, wo uns das hinbringt. Ich bin überladen. Okay, das ist ungünstig. Vielleicht lasse ich noch irgendwelches Zeug zu Hause. Weil wenn wir da irgendeinen Bambi finden, wäre das sehr ungünstig, wenn wir das nicht mitnehmen können. Wobei ich nicht weiß, ob man Sachen nicht mitnehmen kann. Unbedingt. Also, oder ob man dann immer langsamer läuft, so Skyrim-Style. Wobei das richtig tragisch wäre, weil dann schlafe ich ein, wenn ich so langsam wie in Skyrim, wenn man überladen ist, hier laufe. Oh, wow. Wer braucht denn so viele Nähe-Sets? Außer sie werden jedes Mal aufgebraucht. Aber kein Plan. Lassen wir das auch da. Kann ich da noch irgendwas reinstopfen? So, Brandbeschleuniger. Nein, das nehmen wir lieber mit. Wer weiß, wenn wir wieder irgendwo stranden. Und wir brauchen wirklich keine zwei Laternen. Okay, los geht's. Ja, keine Ahnung, Alf. Wenn wir schon beim Thema andere Survival-Games sind, vielleicht hast du ja eine klare Empfehlung. Weil, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist gerade Steam Summer Sale. Und ich sehe mir da diese Dinger durch, die ganzen Survival-Games. Und ich finde irgendwie nichts, was ich eindeutig kaufen wollen würde. Also, mit begrenztem Budget, sagen wir mal, um die 20, 25 Euro. Für was würdet ihr euch entscheiden, liebe Zuschauer, von den aktuellen Survival-Games? Beispielsweise zur Auswahl ist dieses Ark, wie heißt das, Survival Evolved oder so irgendwie. Auf jeden Fall, oh, Jagdgewehr, Dino Survival, eigentlich richtig nice, nur wieder diese Rust-Sache mit, du baust voll viel auf, bist einen Tag nicht online und irgendjemand hat dich im Schlaf abgemurkst. Nice, alles umsonst, alles neu machen. Die Frage ist, wie viele Male meine Mitspieler das mitmachen, bevor es ihnen einfach zu langweilig wird. Ich ahne, nicht oft. Beziehungsweise zu anstrengend. Dann gibt es zum Beispiel The Long Dark, ist übrigens auch im Summer Sale. Dann gibt es ansonsten an Spielen noch so, ja, übrigens ziemlich frisch angefangen. Also ich habe vor 2 Wochen oder sowas irgendwann zum Spaß ein bisschen CSGO und Arma gestreamt. Oh Gott, ich muss mich erinnern, wo ich hingehöre. Und Arma gestreamt, aber ja, eigentlich ganz frisch angefangen. Paar Let's Plays auf YouTube gemacht, aber streamen ganz, ganz neu und totaler Twitch-Noob. Aber bezüglich dem Thema aktuelle Survival-Games, dann gibt es da noch so Sachen wie Stranded Deep, die allerdings genauso wie The Long Dark noch keinen Multiplayer haben. Und ich weiß auch nicht, wie viel die tatsächlich hergeben. Das Spiel tatsächlich hergibt an Möglichkeiten. Also für mehr als 5 Stunden zu spielen, weil toll sieht es aus, dieses Stranded Deep. Naja. Also, wenn jemand von euch eine Empfehlung hat für ein Survival-Game oder Sandboxing-Game, sowas wie Lego Worlds oder irgendwas, dann nur her damit. Ja, es passiert hier im Moment nichts. Soll ich mir den Schnee ansehen? Da plaudere ich doch lieber mit euch. Vor allem habe ich nicht mehr unendlich viel Zeit, da der Freund nach Hause kommt. Und wenn ihr nicht den Hund dann gleich im Hintergrund bellen hören wollt und wie ich den Freund begrüße, dann wird das eher uninteressant. Deswegen habe ich noch so 10 Minuten und dann ist es für heute mal vorbei mit Streamen. Project Zomboid, die Obenansicht, wo es im Prinzip auch um so lange wie möglich Überleben angeht. Diese wo man die Sims-artigen Männchen hat und gegen Zombies sich bewähren muss. Okay. Und The Forest. Ja, an The Forest hat mich abgeschreckt. Oh, ich bin an dem See. Wie viel Tageslicht habe ich noch? 3 Stunden. Okay, passt. Ich glaube, Project Zomboid werde ich mir nochmal ansehen. Aber an The Forest hat mich abgeschreckt. Das ist so verdammt, auf Englisch repetitive, auf Deutsch, dass ich
alles so verdammt wiederholt. Ich meine, ich weiß noch nicht, wie The Long Dark ist, aber jetzt so prinzipiell, man hat nicht unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas zu bauen. Und es kommt mir einfach so vor, als gibt es noch sehr wenig Content. Was mache ich, sobald ich mir meine Bude gebaut habe und irgendwelche Sachen angehortet habe dann gehe ich einfach raus und töte immer Kannibalen, wenn sie rausgehen. Andererseits hat es halt Koop. Mit ein paar Leuten es zu spielen, könnte auch Spaß machen. Ich weiß es nicht. Aber, The Forest überlege ich mir auch irgendwie, aber keine Ahnung. Und andererseits, ich glaube, ich habe Angst vor Kannibalen. Kannibalen sind böse. So, hier ist einfach mal wieder gar nichts. Vielleicht, weil ich es vorher schon gelootet habe, aber ich war zwischendurch tot. Dachte, vielleicht ist dann wieder was da. Aber hey, ich habe schon länger überlebt, glaube ich. Ich glaube, jetzt genau habe ich länger überlebt als das letzte Mal. 1 Stunde und 2 Minuten überlebt. Wuhu. Ist da jetzt auch nichts mehr drin. Muss ich aber langsam wieder zurück, glaube ich, weil sonst erfriere ich bitterlich. Oh, ich bin mega erschöpft. Oder ich gehe einfach hier schlafen, weil hier ist es auch schon wärmer. Gefühlt 1 Grad. Gut. Ah, da ist Zeug. Sehr gut. Ob der besser ist als meiner? Hey, Buch. Ja. Erschöpfung. Damit könnten wir aber noch bis zum nächsten Haus kommen. Aber wir haben nicht mehr so viel Essen. Essen wir mal das. Mega erschöpft, Hunger geht. Interaktiver Bildschirmschoner ist auch geil. Ja, aber die Grafik ist schon geil. Ich meine, ich bin nicht so Grafikfanat. Oder wenn ich liebevolle Leute. Oh wow. Es ist mega dunkel. Warum ist es so verdammt dunkel? Okay, ich loote nur noch dieses Haus, dann gehe ich lieber schlafen. Jedenfalls bei. Keine Ahnung, die Grafik sieht schon mega nice aus, aber Grafik ist halt nicht alles. Wenn man nichts mehr zu tun hat, ist man die Grafik dann auch irgendwann leid und hätte gerne lieber ein bisschen Content. Nur das ist halt das Problem bei all diesen Early Access Sachen irgendwie. Die Story planen sie alle immer erst, den Story-Modus als letztes einzufügen, sobald alles andere passt. Das ist halt. Ich meine, ich muss euch ehrlich sagen, ich wünschte, ich hätte 7 Days to Die nicht vor über einem Jahr, sondern jetzt unlängst oder so gekauft. Denn dann würde mir das Spiel so viel Spaß machen, weil es ist, glaube ich, wirklich so das geilste Zombie-Survival-Spiel. Zumindest aus meiner beschränkten Sicht. Aber, nachdem ich schon so viel gespielt habe, schafft es auch nicht mehr, mich irgendwie besonders lang zu fesseln. Das ist leider so. Toastbrot? Armer Life? Nein, ich habe altes Life, habe ich gesagt. Armer Life muss noch warten. Na gut, was mache ich jetzt? Ah, es ist da draußen sicher dieser Sturm und ich bin mega erschöpft und ich habe kaum noch Essen und irgendwas. Und immer dieses gruselige Knirschen. Okay, es ist mega dunkel. In dieser Dunkelheit finde ich nicht nach Hause. Ich glaube, ich lege den Charakter hier schlafen. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. So. Vielleicht sollte ich wirklich mal wieder 7 Days to Die spielen. Beste Idee, mich hypnotisieren lassen, damit ich vergesse, dass ich 7 Days to Die jemals gespielt habe und es als ganz neues Spiel spiele. Dann wäre es wahrscheinlich perfekt. Oh, liegt da noch irgendwas? Nein. Obwohl, oh, ich bin mega erschöpft, aber ich könnte noch Zunder sammeln. Dann sammeln wir noch Feuerzeugs, Feuersachen.
So. Ich hoffe, sie fällt, kippt mir in der Zwischenzeit nicht um vor Müdigkeit. Okay, sie ist aber sehr erschöpft. Na gut. Dann, Achso, vielleicht hat sie genug Essen? Oh, nicht wirklich. Oh mein Gott. Müssen wir tatsächlich unser letztes? Nein, da haben wir noch eine Einmannpackung. Achso, das sind diese Sachen, man schüttet Wasser rein und dann werden sie heiß und Militärrationen. Whatever. Oh, schönen Abend, Alf. Ich bin sowieso auch gleich fertig. Gute Nacht. In 7 Days to Die. Dankeschön. In 7 Days to Die ein Vulkan ausgebrochen. Das wäre richtig cool, wenn es solche Naturkatastrophen randommäßig in 7 Days to Die gäbe und dann muss man und dann muss man seine Häuser wieder reparieren und so Zeugs. Das wäre richtig flashig. Du hast noch. So. Ich meine, Vorteil an diesem Spiel ist eindeutig die Steuerung und alles mega einfach. Und die Spielmechanik, ja gut, wenn man so einen Alpha hat, der einem alles Mögliche einflüstert, dann noch einfacher. Zuflüstert natürlich. Wie lange kann ich jetzt schlafen? Ohne zu sterben? Kein Plan. Schlafen wir einfach mal 5 Stunden. Ich glaube, das Spiel wird jetzt gespeichert. Wird das Spiel gespeichert? Ja, das Spiel wird gespeichert. Okay. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht im Schlaf. Na gut, liebe Zuschauer, ich danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich danke für die vielen freundlichen Tipps und auch für die Empfehlung für The Forest und für Project Zomboid. Vor allem da werde ich nochmal reinschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Abend, gute Nacht und man sieht sich. Ciao! Oh, natürlich darf der was sagen, mein Gott. In die W 2003, du bist wirklich frech. Okay, tschüss.